und der Standort Deutschland durch Entbürokratisierung und wettbewerbsfähige Energiepreise wieder attraktiv gemacht werden. Hallo, hier ist der TriMet Video Podcast mit dem Monatsrückblick für Oktober 2023. Mein Name ist Leonard Schmidt. Der vergangene Monat wurde vom Angriff der Hamas auf Israel überschattet. Die erneute und brutale Eskalation des Nahostkonflikts bringt globale politische Spannungen mit sich und sorgt für Verunsicherungen auf den Metall- und Rohstoffmärkten. Die weitere Destabilisierung der Region gefährdet auch bestehende Handelsrouten. Der Aluminiummarkt an der Londoner Metallbörse blieb davon bisher unberührt. Im Oktober zeichnete sich eine Kurskorrektur des vorherigen Anstiegs aufgrund von Stornierungen von Rowans ab. Aluminium-3-Monats-Kontrakt gab im Monatsverlauf etwa 120 US-Dollar pro Tonne nach und handelt inzwischen bei 2230 US-Dollar pro Tonne. Gleichzeitig sind die Aluminium-Lagerbestände in den LME-registrierten Lagerhäusern nach wie vor auf einem niedrigen Niveau von etwa 470.000 Tonnen, von denen mehr als die Hälfte der Rowans storniert sind. Im vorderen Ende der Terminpreiskurve zeichnete sich dadurch eine Backwardation ab. Die Prämien für Primäraluminium in Europa, die im schwierigen konjunkturellen Umfeld bisher vom breiten Contango gestützt wurden, gerieten durch die Backwardation nun zusätzlich unter Druck und gaben im Monatsverlauf weiter nach. Die Rotterdam-Prämie verlor weitere 30 US-Dollar und handelt jetzt um 210 US-Dollar pro Tonne. Der Euro-US-Dollar hatte im Oktober keine klare Richtung. Zunächst gab der Euro mit stabilen Wirtschaftsdaten aus den USA etwas nach, konnte dann allerdings mit positiveren ZEW-Konjunkturindikatoren und dem weniger rückläufigen Bruttoinlandsprodukt in Deutschland etwas aufholen. Das Währungspaar beendete den Monat nahe dem Vormonatsschluss bei 1,057. Lassen Sie uns zum Abschluss in den November schauen. Mit dem Beginn der trockenen Jahreszeit in der chinesischen Provinz Yunnan wurden, wie in den vergangenen Jahren, Produktionskürzungen aufgrund niedriger Wasserstände in den Wasserkraftwerken angekündigt. Die Situation bleibt zu beobachten. Bisher wurden etwa 100.000 Tonnen an monatlicher Produktion gekürzt. Europa bezieht einen erheblichen Teil seines Bedarfs an Primäraluminium aus dem Nahen Osten. Die Verschärfung des Konflikts zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas führt zu weiterer Instabilität in der Region und kann zu Lieferproblemen führen. Dieses Risiko sollte unbedingt überwacht und unter Umständen durch Reduzierung der Abhängigkeiten aus der Region verringert werden. Am 24. Oktober legte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unter Robert Habeck ein Strategiepapier zur Sicherung des Industriestandorts Deutschland vor. Das Papier erkennt die Bedeutsamkeit der Industrie für Deutschland an und setzt als klares Ziel, die deutsche Industrie in ihrer ganzen Vielfalt zu erhalten. Nun müssen auf die richtigen Erkenntnisse Taten folgen und der Standort Deutschland durch Entbürokratisierung und wettbewerbsfähige Energiepreise wieder attraktiv gemacht werden. Wir sind gespannt, wo es hingeht. Bleiben Sie zuversichtlich. Bleiben Sie uns gewogen, Ihre TriMet.